Jo, und da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's. Wir haben gerade den ersten Stern erhalten. Möchten natürlich sofort weitermachen und auf den zweiten setzen. Café ist freigeschaltet. Das ist ein neues Gebäude, was wir jetzt bauen können. Das wird auch relativ ja, zeitnah dann überrannt werden. Krankenhauswert 2 Millionen. Der Ruf ist in Ordnung. 20 Fraktionen mit 2 Marketing. Relativ einfach. Wir brauchen nur diese 2 Millionen an Wert. So, Marketingkampagne nehmen wir, also starten wir sofort. Kampagne starten mit Frakturen. Kampagne start. Sollen ja 2 Stück hier eh auch in Auftrag geben, dann können wir direkt das machen, was wir hier brauchen. So, hier läuft die letzte Forschung, 100.000 auf dem Konto, bin ich mir zufrieden. Wir waren dabei, noch die ganzen Mitarbeiter weiterzubilden, da werden wir jetzt auch direkt nahtlos ansetzen. Und jetzt einfach mal schauen. Einstellen. Haben wir denn hier irgendeinen netten ohne Beförderung? Bitte schön. Mal schauen, ob er das. Okay, hat ein bisschen gelitten. Wir können auf jeden Fall jetzt hier ein richtig großes Café reinbauen. Wir haben aber auch noch nicht alle Zimmer, wie ich gerade sehe. So, erstmal hier erweitern. Soll ja ein bisschen hübsch aussehen. So, einmal, zweimal Nahrungsmittelbehälter zum Entsorgen des Mülls. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann brauchen wir ganz viele Tische. Schauen wir mal, wie viele wir da hinkriegen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Sieht ja kaum was. Oh. Das kann man so nicht machen. Der muss weg und der muss weg. Ach so rum. Irgendwie ist das nicht so in der richtigen Höhe. Ah, wir hatten. Okay, auf der Seite ist dazwischen noch ein Platz. Das sollte uns erstmal reichen. Wir werden jetzt hier aber noch einen großen Heizkörper reinsetzen an die Stelle. So, wollen wir verkaufen. Personal. Wir müssen jetzt einstellen und zwar kommen hier Assistenten rein. Eins. Und zwei. Jetzt werden wir mal direkt hier auch ein bisschen Auge drauf haben, damit die beiden. Nee, genau das, was sie machen sollen. Und den Rest sollen sie mal nicht machen. So, du machst bitte das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. So. Gehalt ist bestätigt, das haben wir nicht geschafft. Das schaffen wir auch nicht. Filmstar-Besuch, den nehmen wir einfach mal an. Und die in die Entleuchtungsklinik. Wir haben eine neue Krankheit entdeckt, okay. So, weiter geht's mit. Machen wir erstmal andersrum. Schauen wir mal hier. Die Hausmeister haben schon länger rumgenörgelt, dass sie noch irgendwie was wollen. Wollen wir da einfach mal bei den Hausmeistern bei allen machen. Und zwar können wir denen die Motivation geben, allen dreien. Da lassen wir extra Motivationstrainer kommen. Ich würde jetzt am liebsten die Hausmeister alle auswählen. Per Mausklick. Und den. Dann sind die alle auf Stufe 5. Ja, so kann man auf jeden Fall anfangen und zu arbeiten. Krankenhauswert sollte steigen, dadurch, dass wir jetzt auch das Café besitzen, sind jetzt bei 1,5 Millionen wert.
Frakturen müsste auch durch die Marketingkampagne bald ein bisschen besser werden. Ich habe immer noch. Nee, sah aus, als wäre ich in der Pause. So. Weiter geht's. Ja, die müsste gut hinterherkommen, die Cafeteria. Sind natürlich jetzt alle ein bisschen abseits und machen nicht das, was sie sollen. Hier noch was Schönes bei. Ja, komm, können wir gleich das nächste Gebäude kaufen und dann die letzten zwei fehlenden Sachen auch noch bauen. Dann haben wir hier alles. Schließen Top-Diagnosen ab. Was haben wir denn da? Dreckspatz. Kriegst du eine Spritze. Cool, wenn alle Leute, die unordentlich sind, direkt eine Spritze kriegen, wäre das natürlich auch echt geil. Motivation abgeschlossen. So, damit sind unsere Hausmeister auch alle zufrieden. Personal. Hausmeister sind alle am Maximum. Hier können wir mal weitergehen. Indem wir jetzt. Aber wir können jetzt so gut wie alles weiterbilden. Nehmen wir die zwei. Nehmen wir Diagnostik 3. Diagnostik 3. Da haben wir zwei Anwärter für. Wir kriegen auch Geld dafür. Bitteschön. Abfahrt. Wir sollten vielleicht für den Empfang vorne noch jemanden Zusätzliches einstellen. Noch einen Assistenten. Die haben alle Marketing mit bei. Sind also keine, die ich mir da gerade wünsche, auf der Position. Was die genau brauchen, ich glaube, die Briefumschläge sind ganz wichtig. Verkauf. Da stellen wir den ein, weil er zwei Stück besitzt. So, du gehst dann bitte nicht ins Marketing, arbeitest dort nicht und dort nicht. Krankenhaus verliert weiterhin an Wert, obwohl wir gerade alles verbessern. Ich verstehe diesen Sinn dahinter manchmal nicht. Guck mal, der sucht da draußen nach einem Papierkorb. Ja, ich kann aber draußen keine Papierkörbe bauen. 60.000, 50.000, 55.000, 40.000. Das ist das günstigste. Weil die beiden Maschinen ja doch nochmal ein bisschen an Geld kosten. Ja, ihr werdet gleich auch weitergebildet, keine Sorge. Es sind auch nur noch drei Leute, die eine Weiterbildung benötigen aktuell. Beziehungsweise drei, die sich das gerade wünschen. Was möchtest du ohne Todesfall? Ich glaube sogar, dass das ganz gut klappt. So viele Todesfälle haben wir nämlich im Moment nicht mehr. So, hier fehlen jetzt noch zwei Zimmer. Wir brauchen auf jeden Fall den Megascanner und die Röntgenstrahlen. Einmal dahin. Und da jetzt das Gerätchen dazu. Das passt. Nächstes Zimmer. Da hatten wir jetzt gesagt, dass wir den Megascanner noch direkt daneben bauen wollen. Beziehungsweise ich habe das gesagt, dass ich das möchte. So, dafür brauchen wir dann auch die entsprechenden Ärzte. Das ist ein Arzt mit Radiologie und Diagnostik. Hier ebenfalls einer mit Radiologie und Diagnostik. Bestätigen. Eine Notfallstation nehmen wir auch an. Warum Station? Ich habe das andere aufgerufen. Das heißt, wir brauchen zwei Ärzte, einmal den und einstellen einmal einen Lehren, der jetzt gleich Radiologie lernen wird. Den beiden Ärzten weise ich auch direkt die richtigen Zimmer zu. Und zwar möchtest du in der Radiologie arbeiten und du wirst in der Röntgenabteilung arbeiten. Was sagt unsere Fortbildung? Die läuft nicht. Dementsprechend werde ich das jetzt machen. Radiologie, da habe ich einen einzigen Arzt, den ich da rein haben möchte, und zwar diesen.
und das macht der eigene Mitarbeiter, bevor er dann das Gerät unten aufbaut. Ihr werdet das Ganze beides direkt upgraden. Da kommen auch unsere Hausmeister schon und legen direkt los. So, wir kommen aktuell auch hier in der Diagnostik nicht hinterher. Hier kommen wir auch nicht so ganz hinterher. Lass mich raten, wir kommen nirgendwo hinterher. Die Marketingkampagne ist abgeschlossen. Sehr gut, dann werden wir direkt noch einmal für Frakturen Werbung machen. Sechzig Tage dauert die Fortbildung. Sind 2 Monate, das ist echt ewig. Gut, hier kommt auch gut Geld rein. Was mit dem nicht stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der gerade viel zu viele Leute, 21 Stück an der Zahl. Ding ist aber, wenn die beiden fertig sind, das ist auch für die Diagnostik, wird das auch wieder runtergehen. Da haben wir was abgeschlossen. 5 von 6 geheilt, bin ich mit zufrieden. Der wird gleich weitergebildet, keine Sorge. Und das scheinen wir wirklich zu schaffen. Nein. Wow. Da war der Tote schon. Gut, dass der sich Zeit gelassen hat beim endgültigen Abnippeln. Kann man auch nicht brauchen, kann man auch nicht brauchen. Kann man alles nicht gebrauchen. Wir brauchen schon, aber haben wir gerade nicht nötig. Frakturen, das sieht ganz gut aus, geht weiter. Warten wir, dass die Radiologie abgeschlossen wird. Wird schon schief gehen. Ja, der Ruf ist mit 97% echt ganz gut, ne? Ging auf einmal dann doch recht zügig. Jetzt geht es echt nur noch um die Frakturen. Vielleicht sterben die echt an Langeweile. Das wäre noch der Hammer hier. Komm schon, was macht die Radiologie? Warum macht die nicht fertig hier? Was soll das? Okay, Stufe 3 und Stufe 3. Also so viele Herzchen, aber langsam sterben ja auch wieder ein paar Leute, ne? Das ist... Der Balken füllt sich. Auch so mega langsam, wenn ich hier doch sehen könnte, wie lange das dauert, bis der Balken dann auch fertig ist. So mit Sicherheit auch 2-3 Monate. Auf jeden Fall ist das jetzt hier fertig. Wir haben jetzt gesagt, dass wir in Diagnostik 2 haben wir nur einen, den wollen wir ja eh loswerden. Psychiatrie 3 können wir jetzt machen. Zack, zack, Kurs starten. Jetzt könnten wir, uns fehlen doch noch ein paar Gebäude. Wir haben nämlich noch keine Flüssigkeitsanalyse. Die können wir natürlich ja auch gleich noch mit dazu bauen. Haben hier wieder 2 neue Karten. Den befördern wir. Und dann kümmern wir uns hier noch darum, dass die auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt werden. Die nächste Beförderung steht an. Zwei Leute in Frakturen ablehnen. Hoffen wir mal, dass wir den heilen. Komm, werd voll. Fertig. Und noch einer. Sollten wir vielleicht auch jetzt dann uns darum kümmern, dass die hier auch eher überleben. Hier ist halt richtig was, ne, im Röntgen. Aber das geht auch sehr schnell, ne, die gehen da rein, zack, fertig. Das ist dann halt wieder der Vorteil und bringt halt auch Geld. Manchmal baue ich die beiden Sachen auch extrem früh, weil sie halt auch sehr schnell Geld reinbringen können. So ähnlich wie auch hier das Spritzenhaus, wobei wir das im Moment gar nicht brauchen. Das muss man halt auch von Level zu Level ein bisschen unterscheiden. Die einen brauchen das eine und die anderen das andere halt, ne. So wie... In echt, ne, je nach Region hast du halt unterschiedliche Krankheiten zu behandeln.
Gut, dann schauen wir mal, wenn das endlich fertig wird. So, auf jeden Fall sind unsere Psychiater gleich auf der nächsten Stufe. Studiert 96, 97, 98, 99. Fertig. Danke. Der erste geht wieder an die Arbeit. Beide sind fertig. Und hier geht es dann weiter mit der Weiterbildung für Stationsverwaltung. 6, 1, 9. Dazu rufen. 1, 2, 3. Okay, aus beiden Bereichen wird jemand dazu gerufen. Okay, Heizung können wir natürlich schnell nachbauen. Einmal, zweimal. Komm, mach fertig. Stehen halt fast 50.000 mindestens rum, ne? Sind auf jeden Fall so gut wie durch. Wieder Gewinn gemacht, immer noch 1,6 Millionen wert. Ich denke aber, wenn jetzt die Megascanner und sowas im Einsatz sind, dann sollten wir auch hier den Krankenhauswert weiter steigern können. Die Forschung ist auch nett. Na komm, jetzt ploppt das Geld doch auf. Oh, der weigert sich zu bezahlen. Ey, was ein Arschloch. Erste Stunde hier rumstehen, ne, und dann nicht zahlen wollen. Sei froh, dass wir überhaupt einen Arzt geschickt haben. Hätte ich das gewusst, ne, dann wäre der gar nicht erst gekommen, der Arzt hier. Gut, die sterben uns jetzt gerade alle weg, ne, weil die Diagnose nicht schnell genug kommt. Geht das jetzt so weiter, dass die mir den Megascanner nicht bezahlen? Weil dann muss ich hier was ändern. Können wir machen, die werden auch erfolgreich werden. Ja, der bringt halt auch nicht so viel Geld ein im Moment. Der zahlt auch nicht. Vielleicht, weil der Arzt nicht kompetent ist. Ansonsten setze ich mal, mach mal Preise. Wir setzen jetzt einfach mal das MRT günstiger. Der Megascanner. Machen wir mal nur 10% teurer. Es ist doch ja, es ist der Megascanner. Zahlst du jetzt? Auch nicht. Stimmt denn nicht mit euch? Könnt ihr nicht einfach sagen, ich zahle nicht? Wieso? Selbst der Arzt hat keinen Bock mehr. Machen wir mal anders. Wir setzen mal die ganzen Preise runter. Alles auf null. Jetzt werden sie wenigstens alle wieder bezahlen. Damit. So, die müssen halt auch kilometerweit laufen, um ins Pausenzimmer zu kommen. Da setze ich jetzt einfach mal Neues rein. Geht halt echt nicht, dass das so weit weg ist. Was haben wir hier? Eine neue Herausforderung. Verdiene 200.000, das werden wir schaffen. Jetzt haben wir hier aber nochmal eine weitere Weiterbildung für Stationsverwaltung 3. Haben wir das? Ach komm, wir haben genug Geld. Dass ich das so schnell wieder sage, nachdem wir eben noch am Hungertuch genagt haben. Befördern wir den, okay. So, wenn die jetzt immer noch nicht zahlen, ne, dann ist aber was los. Dann ist aber was los hier. Rein in die Röhre. Jetzt sehen, dass ihr Geld gibt.
Ja, zahlen Sie doch. Der wird befördert. Das haben wir geschafft. So, der ist von 18 auch schon wieder, oder über 20 auch wieder runter auf 13. Der kommt also hinterher. So, da ist einer verreckt. Was? Warum? Warum? Nicht sterben. Ich brauche den Abschluss hier. Der kennt meine Mission. Er hat gesagt, ich, nee, ich bin zwar geheilt, aber ich habe keine Lust mehr zu leben. Damit ihr die Mission nicht habt, sterbe ich. Gegen das System. Gut. Wo wollen wir weitermachen? Krankenhauswert. Krankenhauswert steigern wir, indem wir warten oder was erledigen. Wir könnten ein Zimmer bauen. Was haben wir denn noch nicht? Flüssigkeitsanalyse fehlt. Zirkustherapie fehlt. Spritzenhaus haben wir. Marketing haben wir. Es sind also noch zwei Sachen, die uns fehlen. Einmal hier die Flüssigkeitsanalyse. Machen wir dahin. Und zack. Das bestätigen wir einmal. Lassen das auch direkt aufwerten. Und das nächste Zimmer wird dann. Gib uns Clowns. Sieht zwar ein bisschen nicht so hübsch aus. Auch das bestätigen wir und auch das bauen wir aus. Hier brauchen wir jetzt einen Pfleger mit Behandlungstechniken. Und hier dürften wir auch einen mit Diagnostik brauchen. Also einstellen. Krankenpfleger. Behandlungstechnik haben wir sogar vorrätig. Und. Nee, will ich nicht haben. Jetzt hör auf wegzulaufen, Pause. So, du wirst dich jetzt um unsere Clowns kümmern. Weg, weg. Das sind Clowns. Weg, 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 weg. Passt. Du bist unterbezahlt, sage ich doch. Personal, Gehalt, alle. Oh, sind nur ein paar Leute unterbezahlt. Egal, kriegen wir hin. Jetzt brauchen wir noch einen mit Diagnostik. Der ist auch gerade im System. Direkt Pause drücken. Du wirst dich nur um die Flüssigkeit kümmern. So, das war der hungrig Weiterbildung und muss aufs Klo. Nigel Trelles. Werde ich gleich in Pause schicken. So, läuft auf jeden Fall weiter. Nigel Trelles. Nigel, Nigel, Nigel. Das ist so eine Art. Ne? Ne? Nigel Rutt. Muss doch eine Pflegerin sein, oder? Ich finde sie nicht. Nigella Trellis. Ah, da oben. Ah, du machst schon eine Pause, okay. Dann sollte das Problem ja gleich sich von alleine lösen. Wobei, wo steckt die Alte? Wo steckt denn die? Ah, sie wird auf jeden Fall wieder zufrieden, dann geht relativ zügig hoch. Ich glaube, sie hat die Toilette gefunden. Okay. Eine Fraktur noch heilen. Dann sollten wir mal schauen, ob wir noch einen Arzt mit sowas einstellen. Der wird auch sofort alles entzogen bekommen und sich nur rein darauf konzentrieren. Kündigung wurde aufgehoben. Der möchte eine Weiterbildung haben. Dann machen wir hier allgemein die also 2. Und da lasse ich extra einen für kommen. Wie gesagt, wir haben gerade ein bisschen Geld. Kann ich ja den anderen Krankenhäusern gerne mal ein bisschen was helfen. Langweil du dich zu Tode. 2 Millionen haben wir und fertig. Damit ist der zweite Stern erreicht. Wir haben diesmal nichts Neues freigeschaltet. Und wenn ich auf die Uhr gucke, wisst ihr was? Ich mache den dritten Stern direkt hinterher. Dementsprechend auf Fortfahren. Dritter, heile 30% im Spritzenhaus. Starte 3 Marketingkampagnen. Ein Krankenhauswert von 5 Millionen. So, wir werden also weiterhin Marketing betreiben. Kampagne starten, Marketing für Spritzen. Gestartet.
Gut, ein Krankenhauswert von 5 Millionen ist natürlich, wenn wir gerade mit 2 Millionen gehadert haben, eine ganz andere Hausnummer, was wir jetzt hier erreichen müssen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das jetzt doch recht zügig bewerkstelligen werden. Den weg, den weg, den weg. Hier schaue ich mal, dass wir den vielleicht gleich dann doch einstellen. Und dann lernt er das Ganze von Grund auf. Wir werden die 5 Millionen Krankenhauswert auch ja, recht zügig erreichen können. Es zählt auch das Geld, was wir auf dem Konto haben, damit rein. Wenn wir jetzt aber die Weiterbildung soweit alles durch haben, die Patienten glücklicher werden, ist das Krankenhaus natürlich auch mehr wert. Unternehmenswert ist natürlich auch schön, 10 Millionen geknackt. Schauen wir mal, was da zuerst fertig ist. Was möchtest du denn haben? Dir ablehnen. Ja, der erste ist schon gespritzt worden. Warten auf jeden Fall die 7 Tage ab. 3 bis 18 Tage. Vielleicht finden wir ja einen, den ich dann noch schnell reinschmeißen kann. Ich glaube es ja nicht, aber ich lasse mich überraschen. Fehler, hat nicht geklappt. Ja, jährlicher Gewinn muss steigen, das wird er auch. Kann nicht sein, dass diese Dame da erfolgreicher ist als ich. So, 2,1 Millionen haben wir an Wert, nicht mal die Hälfte. Die Förderung wird bestätigt. Ob das mehr schneller gehen kann, das ja nicht, ne? Wäre dann vielleicht erfolgreicher, wenn wir bessere Marketing-Leute einstellen. Notfallstation. Ja, schade. Ich hätte das Spritzenhaus jetzt lieber gehabt. Den stelle ich jetzt eben ein und bringe ihm allgemeine Diagnostik bei. Diagnose einstellen. Kurs starten. Ich werde jetzt auch noch mal ein weiteres Zimmer bauen und zwar noch eine Weiterbildung. Weiterbildung, da ist sie. Wo baue ich denn die rein? Habe ich da noch Platz? Ja, hier ist ein bisschen. Das ist ein bisschen schlecht. Guck mal, ja, schön mitten rein. So, 1, 2, 3, bestätigen. Jetzt können wir hier nämlich auch nochmal einen Kurs starten. Könnten 8 Leute in die Forschung, Apothekenverwaltung brauchen wir nicht. Diese können wir allerdings. Wir haben keinen Ausbild. Ah, ja, stimmt. Der ist ja hier gerade was anderes am Ausbilden. Gehen wir mal eben auf Personal. Psychiater können wir nicht ausbilden. Da muss ich gerade mal gucken, waren die beide allgemein? Diagnostik, Diagnostik und auch Diagnostik. Das heißt, wir werden den ausbilden in Diagnostik und wir suchen uns den anderen in Diagnostik. Lassen wir auch einen Ansprechpartner für kommen. Beförderung wird durchgewunken. Da ist einer ein bisschen pissig. Ah, wegen Geld. Immer wegen dem lieben Geld. Vor allem wegen 1400 Dollar im Jahr. Also ganz ehrlich. Das wird eh jetzt gleich aufgehoben. Und dann ist das auch durch. Was sagt denn das Zirkuszelt? Das sagt, hey, mach mich eine Stufe höher. Genauso der Beschleuniger sagt, mach mich eine Stufe höher. 6 von 6 geheilt. Wunderschön. Wer bist du denn schon wieder? Dwayne Klotz ist auch noch pissig. Ey, komm, der eine Prozentpunkt hier. Wollte schon sagen. Jetzt muss ich hier extra nochmal wegklicken, nur weil du kurz ja, den Trinken nicht gefunden hast. Mama hat dir heute Morgen kein Butterbrot gemacht. Rednerpult. Jetzt können wir uns darum kümmern. Allgemeinmedizin Nummer 4. Lassen wir auch einen kommen. 1, 2, 3, 4.
Kurs wird gestartet. Der läuft noch. 2,2 Millionen wert. Aber das Spritzenhaus geht doch relativ zügig, muss ich sagen, wenn wir schon 6 haben. Marketingkampagne ist durch. Marketingkampagne starten. Krankheiten nochmal auf die Spritzen setzen. Los geht's. Hier ist die Diagnostik gleich fertig. Dann gucken wir schon mal, was wir als nächstes machen. Auf 2 bringen. Dann würde ich sagen, Behandlungstechniken setzen wir eine Stufe hoch. Ja, machen wir. Der ist fertig. Zack. Behandlungstechniken 3. Einstellen. Lass mal kommen. Kurs starten. Immer noch 2,2 Millionen. Das darf gerne steigen. Ist aber ein bisschen dreckig hier alles. Brauchen wir da noch einen neuen Arzt oder sind die einfach nur hier ein bisschen aufgehalten? Schauen wir mal, was da fertig wird in den letzten 90 Punkten. Die Orb Foundation versucht, mich heute Morgen zu rekrutieren. Wird schon. Okay, da ist keine Warteschlange mehr. Kein Wunder, dass wir hier noch warten müssen, wenn die Diagnostiker alle in der Fortbildung sind da vorne. Öffentlichkeitsarbeit ist auch okay. Wir haben die, kümmern wir uns gleich, komm. Jetzt kommen auch die... Ich stelle mal weiteren Hausmeister ein, wenn wir da einen guten da haben. Das ist ein bisschen schneller. Wir haben hier nochmal die Toilettenheile. Mindert doch alles den Wert. Wir haben aber schon 2,3 Millionen wert. Okay, da wird Arzt gebraucht. Ansonsten würde ich gleich noch das nächste Gebäude kaufen. Und dann da einfach nochmal ein paar Sachen zusätzlich reinbauen. Verwesungsanlage kann verbessert werden. Dann machen wir das. Forschung ist nämlich abgeschlossen. Das weg. Und dann können wir wieder was erforschen. Allgemeine Forschung. Auch nochmal 20.000. So, ist gleich in 3 Tagen. Ist das hier auch fertig? 2, 1. Und. Fertig. Sehr schön. Das hätten wir auch. Dann können wir schon mal direkt gucken, was wir als nächstes. Genau, wir wollten uns jetzt mal hier um diese Kundenbetreuung kümmern. Dann nehmen wir einen eigenen Arzt und zack, 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 damit die auch mal Ruhe geben. Kann jetzt sein, dass die mich hier den ganzen Tag zutexten, von wegen, hey, mach mal was. Kurz anders gesetzt. Gut, das wird jetzt natürlich alles ein bisschen aufhalten. Graue Anatomie. Können wir sogar machen. Wir haben nämlich eine Farbtherapie. Stufe 4 Pausenzimmer. Wisst ihr was? Wir nehmen das jetzt an, damit das auch aufhört. So, nehmen wir das hier. Wir lassen es halt weiterlaufen. Ist ja nicht so dringend. Goldstern 1, 2, 3. Ja, da haben wir schon auf 3. So schnell geht das. Einfach nur ein paar Bildchen an die Wand. 4. Bevor ihr auf die dumme Idee kommt, mir das auch noch auf 5 als Auftrag zu geben. Oh, jetzt mache ich die gerade draußen dran. Guck mal, jetzt haben wir auch draußen Bildchen. So. Ja, lacht mich aus. Lacht. Objekte. Jetzt haben wir das Falsche hochgebracht. Auf 3. Solange sie zufrieden sind. Also manchmal klippen die doch ein bisschen bescheiden.
5. Haben wir das auch schon mal ein bisschen direkt fertig gemacht. Den befördern wir natürlich. Den haben wir erledigt. Der Forscher, der gefällt mir halt gar nicht. Das Marketingmädel. Die kommen wieder mit den Hausmeistern nicht hinterher. Sind die immer noch beschäftigt, alle? So, die Marketingkampagne ist jetzt gleich durch. Da sind wir dran. Und da oben ist eins frei. Marketing ist fertig. So, junge Dame, du wolltest eine Beförderung haben. Marketing 2 wird jetzt gewährt. Dann ist die auch glücklich. Was ich mit dir mache, ganz ehrlich, eigentlich am liebsten entlassen, ne? Ja, und dann neuen Forscher rein. Ich bilde den einfach gleich weiter. Dann haben wir nämlich alles. Auch wenn ich ihn nicht unbedingt haben will. 61.000? Wieso gibt denn das zum Neige? So. Keine Sorge. Da war jetzt ewig keiner mehr gewesen. Wird jetzt alles abgearbeitet. Dem ist kalt. 10 Leute da drin. Kundenbetreuung 2. Ja, Kundenbetreuer, das hört sich halt schon wirklich so an, dass die da eben hingehören. Das ist ein Hausmeister hier, der schon am Reparieren ist? Ne, einer, der auf dem Klo ist. Ich glaube, das ist ein Hausmeister. Ne, ist es nicht. Okay, das Spritzenhaus arbeitet auf Hochtouren. Komm, weiterbilden. Und zwar in Forschung 3. Hauptsache, du gibst Ruhe. Bitteschön. So, die werden auf jeden Fall jetzt abgefrühstückt. Sehr zuversichtlich. Nein, das wollen wir nicht. Krankenhauswert ist natürlich sehr stark gestiegen auf 1,8 Millionen. Was aber auch daran liegt, dass hier alles verdreckt ist gerade. Wir haben nicht mal die graue Anatomie richtig geheilt. Warum? Warum haben wir die Patienten nicht durchgekriegt? Im Zweifelsfalle liegt das immer daran, dass wir zu lange Laufwege hatten. Das ist auf jeden Fall jetzt erledigt. Die 30 Patienten kriegen wir auch. Gut, das Krankenhaus ist halt wirklich gerade ziemlich versifft. Wir können den Wert aber auch ganz gut jetzt steigern. Das müssen wir ja auch machen. Ja, du kriegst deine Beförderung. Objekte. Getränkeautomaten. 1, 2, 3, 4. Papierkorb. Noch ein Papierkorb. Hier auch. Ist ein bisschen kalt hier, ja. Dann ändern wir das. Eine Heizung. Dann. Bisschen was zur Unterhaltung. Dann kommen jetzt hier neue noch Bänke rein. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. So, dann können wir mal. Genau, hier gibt es auch noch so einen Springbrunnen, der macht das Ambiente auch schön. Haben wir den überhaupt schon? Ne, haben wir nicht. Den können wir aber hier großer Brunnen freischalten. Yep. Der kostet aber auch eine ganze Stange Geld. Der muss aufs Klo. Ja, das wird er wohl finden noch. Du möchtest weitergebildet werden. Ja, du darfst Diagnostik 2 haben. Dann schicke ich dich ebenfalls in die Diagnostik 2. Und da holen wir uns einen externen ran. Kurs wird gestartet. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Hausmeister. Es hilft halt alles nichts. Aber ich hätte gerne einen, der sich nur auf Reparaturen und sowas konzentriert. Objekte, Getränkeautomaten. 1, 2, 3,
4. Papierkorb dahin, dahin. An jeder Ecke sollte einer davon stehen. Und wo keine Ecke ist, sollen 2 stehen. Heizkörper. Ich wollte eigentlich einen großen haben. Gut, kann man nicht ändern. Doch, kann man ändern, kann man abreißen. Dahin, da. Dahin. Ja, sieht doch schon ein bisschen besser aus. Allgemeine Forschung ist abgeschlossen, das ist okay, das ist, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Und noch einmal starten. Der Ruf ist top, der Mitarbeiter ist unterbezahlt. Was wollen die eigentlich alle von mir so viel Geld haben? Was haben wir denn hier? Diagnostik 3 kann man noch nicht machen. Station 4 auch nicht. Da will einer befördert werden. Ich frage mich aber wirklich, warum der Krankenhauswert gerade so niedrig ist. Ich finde, mein Krankenhaus ist viel mehr wert. Nächste Beförderung. Objekte. Vor allem ist jetzt der Wert gerade wieder gestiegen. Zwei, drei, vier. Helles Köpfchen, nehmen wir an. Nein, Objekte, Banken. Und auf die Seite. Drei, vier. Dann brauchen wir noch mal. Haben wir eine Heizung? Ja, Heizung haben wir hier. Dann brauchen wir hier aber was zur Unterhaltung. Und die Bank, das habe ich gesehen, steht nicht an der Wand. War wieder einer meiner Patienten, die haben die einfach weggeschoben. Kennen wir ja doch. Kennen wir doch, kennen wir doch. Personal, weiter geht's. Schauen wir mal. Sind halt immer noch nicht genug. Wir könnten jetzt auf Stufe 3 aufwerten. Dann wären die Kunden zufriedener. Oder die Diagnostiker, die den einen auf, hochbringen. Das mache ich auch. Den einen Diagnostiker auf 2 bringen. Und dann lasse ich auch wieder extern einkommen. Annehmen. Ablehnen. Annehmen. Was haben wir denn sonst noch schön hier für schöne Marketingkampagnen? Irgendwas, was uns interessiert. Mittlere Kampagne, große Kampagne. Gib unserem Ruf mit einem TV-Kampagne mit einen ordentlichen Schub. Ja, Ruf kann ja nicht höher gehen. Rekrutierung brauchen wir nicht. Was können wir denn hier machen? Wir können nochmal trotzdem was für die Spritzen tun. Wobei die Spritzen ja gerade, glaube ich, genug haben, ne? Ja, Spritzen sind wir fertig. Wir hätten eigentlich auf die Station wechseln sollen. Dabei. Es ist aber sonst auch nicht wirklich. Doch, wir könnten den einen Diagnostiker nochmal hochsetzen. Nehmen wir den hier. Weiterbilden in Diagnostik 3. Natürlich lassen wir den auch von außen wieder ran. Was wir jetzt mal machen können, ist, wir haben ja hier die ganzen Objekte da unten, ne? Stuhl freischalten. Damit wir hier mal ein paar Sachen mehr haben, die freigeschaltet sind. Weil was sollen wir denn zum Kudosch machen? Geht halt wirklich nur für Deko-Objekte, sind die nur wichtig. So.
So. So. Jetzt fällt mir gerade auch ein, woran es scheitert gerade. Und zwar ist es nämlich genau das, was wir hier gerade machen. Passt mal auf, was wir gleich nämlich mit dem Krankenhaus anstellen. Das wird nämlich ein Vermögen wert sein. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier ist gerade draußen ein riesen Unwetter am Kommen. Ich hoffe, dass ich die Aufnahmen nicht unterbrechen muss. Oh, uns gehen die Kudosch aus. Dass ich das noch erleben darf. Und zwar, fangen wir mal an. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Oh, mein Hundi kriegt Angst. Prestige 4. Kann sein, dass ich die Aufnahme gleich mal eben unterbrechen muss, dann werdet ihr einen Cut sehen später. So, Prestige 5 haben wir hier erreicht. In an otherwise blighted landscape. I am your host, Sir Nigel Bickleworth, here to amuse and delight you. So. Auch hier ist Prestige 5. Machen wir hier weiter. So, es müsste dadurch, dass das Ansehen der ganzen Zimmer steigt, natürlich auch der Wert unseres Krankenhauses massiv nach oben gehen, weil wir ja dann nicht mehr so Billigzimmer haben, sondern wirklich ansehnliche Räume. So, das ist auch auf 5. Weiter geht's. 4. Bitte weiter, weiter, weiter. Ganz viel. Ich sehe die 5 nicht auffloppen. Da ist die 5. Das Zimmer ist mir gerade mal ein bisschen egal. Okay. Von mir aus darf das jetzt einfach mal auf 5 Millionen hochspringen. Oh, jetzt regnet es aber hier in Strömen. Oh, wenn ihr das Wetter sehen könntet, Leute. Ganz schlimm. Fünf, Hammer. Wie rum mache ich denn das jetzt am besten? Ich habe nämlich da gerade eine andere Idee. So. Verkaufen. Ja. Zack, verkaufen, ja, einmal kopieren, einfügen, passt, und jetzt hier kopieren, einfügen, passt. So, das werde ich auch jetzt gleich mit den Krankenhäusern machen, Verkauf 1, ja, Krankenhäuser sage ich schon, mit den Zimmern. Zack, kopieren. 1. Hat vorher noch 6.000 eingebracht, ist es jetzt 12.000 wert. Das heißt, man merkt schon, dass hier was passiert ist. Bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt auswirkt. Forschung ist abgeschlossen, das ist richtig, das haben wir nicht geschafft. Wenn der Monat um ist, wird sich auch hier das Ganze anpassen. Schauen wir mal. Um 200.000. Irgendwie habe ich was ganz Wichtiges gerade vergessen. Woraus setzt sich das zusammen? Erhöht den Wert des Krankenhauses, indem du Geld verdienst, das Krankenhaus ausbaust und den Profit steigerst. War doch genau so eigentlich. Okay, wir können das Spritzenhaus hier einfach nochmal kopieren.
Wo passt denn das hin? Nirgendwo. Wir haben also keinen Platz mehr hierfür, okay? So, doch, da. Bauen wir das da mal rein, weil wir haben ja, brauchen zwei. Das war mit Diagnostik, ne? Ja. Ein Pfleger mit Diagnostik. Nehmen wir den. Der hat nämlich so viel Diagnostik. Ausbilden, Diagnostik. Ja, Forscher, der hat eh gerade nichts zu tun. Passt. So, jetzt Personal. Krankenpfleger, den hier ins Spritzenhaus. Nein, in die Flüssigkeitsanalyse. Hätte ich den fast falsch eingesetzt. Da ist unser Apotheker, der muss auf jeden Fall jetzt gleich auch nochmal eine Fortbildung kriegen, der Apotheker. Haben wir noch ein Zimmer frei? Ja, haben wir. Dann wollen wir mal als erstes den Teilnehmer auswählen. Der Teilnehmer ist unser Apothekenmann. Der bekommt Behandlung 2 und das macht bitte ein Random Arzt. So, 2,5 Millionen ist es wert, 40 Patienten heilen. Schauen wir mal. Wir kommen halt hier wirklich immer noch nicht hinterher. Können das aber schon mal wieder aufwerten. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen werden jetzt. Das ist nochmal gestiegen um 100.000 fast. Was machen wir denn hier? Wir könnten jetzt natürlich hier unten die nächsten Zimmer bauen. Die Frage ist nur, wenn wir das machen, was bauen wir da rein? Grundstück, kaufen wir alles mal. Das ist ja doch kleiner als ich dachte. Geld haben wir ja genug, aber andererseits kann man nie genug haben. Von den ganzen Zimmern, damit das hier noch ein bisschen schneller geht. Weiterbildung, Diagnostik ist abgeschlossen. Damit ist das hier auch nicht mehr das größte Dummerchen, was da arbeiten wird. Sind das drei? Ja, wunderschön. Das heißt, wir nehmen das, bearbeiten das. Nein, ich wollte es nur verschieben. Da rein einbauen. So, dann können wir das ganze Zimmer, machen wir noch sogar noch ein drittes daraus. Das bauen wir direkt da neben. Bestätigen wir. Damit brauchen wir nochmal einen Krankenpfleger mit Diagnostikstärken. Ich stelle einfach den ein. So, den schicke ich dann auch da rein. Job in die Flüssigkeitsanalyse. Ja, den darfst du. Das wird abgegradet. Das wird abgegradet. So, Objekte. Machen wir das Ganze nochmal hier mit Getränkenautomaten voll. Krankenhaus hat schon wieder 300.000 Verlust gemacht. So. Dann brauchen wir hier eine Heizung. Und wir brauchen Sitzmöglichkeiten hier, violette Bänke. So, sieht doch an für sich echt ganz nett aus. Oder meine nur ich das? Der Ruf ist bei 99%, das passt. Also alles ist wirklich erledigt. Wir werden auch den Ruf jetzt nicht wieder verlieren. Eine nächste Beförderung wird durchgewunken. Haben wir nicht geschafft, haben wir auch nicht geschafft. Und den können wir weiterbilden in Behandlung 3. Da können wir aber weiter keinen reinsetzen. Passt. Dann
Disco-Fieber nehmen wir an. Zimmer brauchen wir jetzt hier mal wieder nochmal Toiletten. So, 2, 3, 4. Ein Waschbecken. Ich sagte ein Waschbecken, dann machen wir das auf die Seite. Zwei Stück. Und so, das hätten wir auch. Jetzt brauchen wir hier vorne noch mal ein kleines Pausenzimmer. Nehmen wir das hier, kopieren und fügen es hier ein. Wunderhübsch, wunderhübsch. Stufe 3 wird in Auftrag gegeben. Einstellung, wir brauchen mal einen weiteren Hausmeister, am besten einen, der alles kann. Und jetzt ein Objekt, wir nehmen uns mal den großen Brunnen, damit das auch ein bisschen hübscher aussieht. So, was haben wir hier? Verdiene 200.000, das sollten wir doch locker auf die Reihe bekommen. Zimmer, haben wir noch irgendein Zimmer nicht gebaut? Ne, wir haben alle Zimmer. Können wir da noch irgendwas brauchen? Auch nicht. Was das Krankenhaus wieder an Wert verloren hat. Ich verstehe es nicht, ne? Also ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum wir solche Verluste fahren in diesem Krankenhaus. Wollen nicht mehr auf Diagnosezimmer warten. Aber wir haben doch alle... Einstellen Hausmeister, einen der reparieren kann. Nee, wir haben eigentlich echt alles. Jetzt haben wir den Wert behalten. 50.000 Gewinn gemacht. Gleich 200.000 auch schon wieder drin. Fertig, das ist erledigt. Irgendwas habe ich vergessen. Können Diagnostik 2, ne, haben wir nur einen Teilnehmer. Ist das einer, den wir brauchen? Wer ist denn der Teilnehmer? Ah, der hier. Der ist mir egal. Weg damit. Dann kommen wir nochmal im Personal nach. Da haben wir nur zwei von. Diagnostik 3 haben wir auch noch nicht genug. Es lohnt sich halt noch nicht. Wobei, wie weit ist der denn? Auch noch nicht ganz durch. Ich werde jetzt einfach mal kurz einen Monat nichts tun und mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. The procedure involves transplanting the foot of an athlete to the patient. Es kann ja wirklich sein, dass wir dadurch, dass wir so viel immer ausgeben, den Wert gerade verlieren. Ich meine, wir haben jetzt gerade 300.000 wieder Gewinn gemacht, also obendrauf Punkte. So, 6. Juli kam dann die Aufwertung. Dann schauen wir mal am 6. August. Ich meine, ich würde ja am liebsten natürlich meine Mitarbeiter weiterentwickeln und befördern und ja, weiterbilden. Aber scheinbar will das Spiel das so nicht. Das erkennt das halt nicht als Gewinn an. So, 8 Tage noch, dann sollte sich der Wert anpassen und neu regulieren. Und bei meinem Glück geht der jetzt natürlich nach unten. Ich hab's gesagt. Ich glaub das doch gerade nicht. Okay. Was machen wir denn? Er will befördert werden.
Wo kommen wir nicht hinterher? Wir kommen hier in der Diagnostik gerade nicht hinterher. In der Allgemeinmedizin. Das heißt, ich kann dieses Zimmer mal auf Bearbeiten gehen und verschieben. Da habe ich ja hier unten noch Platz, damit ich das da oben schon mal raus habe. Und kann jetzt hier einfach einen weiten Diagnostiker nehmen. Allgemeinmediziner, ja. Einstellen. Haben wir natürlich keinen. Wusste ich doch. Aber gut gemacht. So, jetzt können wir Allgemeinmedizin dem einen Auftrag geben und wir lassen dafür einen kommen. Wir können gleich die ganzen Zweier auf 3 noch bringen, das habe ich gerade gesehen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier allgemein Medizin Nummer 3. Teilnehmer haben wir 3 Stück. Lassen den eigene nehmen. So, das Spritzen-Dingens können wir auch mal kopieren. Fügen wir hier ein. Und kopieren das nochmal, fügen das hier ein, dann Upgrade, du brauchst einen mit Behandlung, ne? Ja. Somit werden wir jetzt einstellen, Krankenpfleger mit Behandlung, den ersten, du wirst dann bitte dich um Spritzen kümmern, da solltest du dann auch gleich ganzzeitig eine Ausbildung für bekommen. Wie lange braucht ihr? Oh, 66 Tage. Was habe ich mir dabei schon wieder gedacht? Aber egal, der Krankenhauswert steigt. Das ist doch... Jetzt, wo ich kein Geld generiere, steigt mein Wert. Das verstehe ich nicht. Das ergibt einfach keinen Sinn gerade. Ich hatte das schon mal, da habe ich das Spiel einfach neu gestartet und auf einmal war das Ding richtig viel wert. Jetzt ablehnen. Personal. Alle. Aber die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter hat ja kein... Nee, hat keine Auswirkung darauf. Normalerweise ist ja echt der Krankenhauswert nicht das Problem. Ihr müsst überlegen, das zweite Krankenhaus, was wir gebaut haben, das war ja auch 2 Millionen wert. Und das hatte ja nicht die Größe wie dieses hier jetzt. Wobei, doch, da waren die Mitarbeiter zufriedener. So, 20.000, jetzt bin ich mal gespannt, was der Wert macht. Wir haben echt hohe Verluste gefahren. Ist dem Krankenhaus diesmal egal. Gut, der will natürlich bleiben, das war auch abzusehen. Den befördern wir. So, die Diagnostiker kommen dahinter her. Und da haben die erstens auch gelernt, der nächste ist fertig, der letzte 15 Tage noch. Und dann werden hier auch wieder die ganzen Sachen abgearbeitet. Wir können natürlich die Forschung daraus nehmen. Was haben wir jetzt? Oh, Psychiater, das können wir machen. Der ist auf 3. Der ist auf 3 und der ist noch auf 2. So, jetzt haben wir wieder 200.000 verloren. Wie kriegen wir jetzt den Wert hoch? Wie kriegen wir den hoch? Überlegen wir mal. Wir könnten natürlich noch neue Objekte bauen, neues Zimmer bauen, wird uns aber alles im Moment nicht wirklich weiterbringen. Gut, wenn die Patienten andererseits wieder durch sind, ne?
Toiletten stehen halt weit auseinander. Wenn ich das Personal, dann doch. Hier würde mir jetzt auch irgendwie so, würde ich mir wünschen, dass ich die alle mit einem Mal so, was weiß ich, 10% Gehaltserhöhung oder 30, 40, wie auch immer. Jetzt sind wir nur noch bei 1,7 Millionen wert. Ohne Mann. Wir gucken mal, Krankheiten. Ist der Ruf des Krankenhauses so schlecht bei Krankheiten? Nee, ist er nicht, weil wir behandeln ja auch alles soweit ganz gut. So. Daran liegt es nicht. Da wollte man noch einen Krankenpfleger, der sich mit Spritzen auskennt, einstellen. So. Dann Weiterbildung, Spritzen, da kommt dann bitte auch noch, ist das der? Das weiß ich gerade gar nicht. Also der eine Lehrer auf jeden Fall. Und Personal, müssen wir mal so nachschauen. Wer ist im Spritzenhaus? Du? Peter? Moment, da rein. Den wollen wir hier. Ja, ist er sogar gewesen. Okay, dann den hier unten. Dann Spritzenverwaltung. Ja, Kurs starten. Haben wir wieder 200.000 Mehrwert im Krankenhaus. Unzufrieden und haut ab, weil Hunger. Er haut ab, weil Hunger. Dabei sind doch hier so viele Automaten. Da stehen nicht mal Leute vor. Okay, das Krankenhaus ist ein bisschen dreckig. Stellen wir da einfach mal einen ein. Soll er ein bisschen ordentlich machen. Die haben wir geheilt, das ist gut. Erhalte 1000 Forschungspunkte, nehmen wir mal eben an und werden dann hier auf allgemeine Forschung gehen. Starten. Somit sollte man die 1000 Punkte auch zusammenkriegen. Ich weiß nur nicht, ob das in 90 Tagen zu bewerkstelligen ist. Heilungsrate ist bei 55% nur. Kriegen wir die denn jetzt auch nicht hoch? Irgendwas, irgendwie ist der Wurm hier drin im Krankenhaus gerade. Kommen hier nicht hinterher. Ach, wir haben sogar ein halbes Jahr Zeit für die paar Forschungspünktchen. Sehr gelangweilt. Beide fertig. Gut, wenn die dann jetzt hier oben rauskommen, ist das auch erledigt. Ansonsten werde ich schnell auf die 5 Millionen sparen. Wobei wir gerade auch nur 10.000 Gewinn gemacht haben im letzten Monat. Es ist wirklich nicht effektiv. Das muss ich ja schon zugeben. Wir könnten ja hier nochmal zwei entlassen, jeweils einen. Das wäre zumindest einmal kurz eine Möglichkeit. Boah, die sind alle so unglücklich. Guck ich mir gar nicht an. So, was sagt denn die Psychiatrie? Zwei in der Warteschlange, die ist komplett ausgelastet. Die Kliniken sind beide überhaupt nicht ausgelastet. Das heißt, ich werde jetzt den einfach entlassen. Feuern. Ja. So. Und hier werde ich auch
den habe ich gerade erwischt. Auch den werde ich entlassen. Damit sollte der Wert auf jeden Fall schon mal steigen. Diagnostik. 4 kann aber nur einer lernen. So, wir bräuchten hier theoretisch, die haben ja auch dieselben Aufgaben. Okay, andererseits, wenn wir mehr Leute ins Krankenhaus bringen, dann machen wir das mal. Marketingkampagne starten. Eine große Marketingkampagne. Aber damit kommen wir mit den Diagnostikern immer noch nicht hinterher, mit den Allgemeinmedizinern. Brauchen wir das denn? Ja, brauchen wir. Wir werden jetzt dieses Zimmer bearbeiten und hier runterbringen. Erstmal das. So. Ja, bin ich mit einverstanden, dann werde ich dieses Zimmer kopieren und hier einfügen. Dann haben wir nämlich noch einen weiteren Diagnostiker, den wir einstellen können, wenn wir denn einen hätten. Haben wir aber nicht. 8 Tage noch, mal schauen, ob da sich was ergibt. Oder? Ne, einer müsste immer fehlen. Warten wir die 8 Tage noch. 14 Tage wieder. Ich meine, wenn die abgefrühstückt werden, dann ist klar, dass auch der Wert wieder steigt. Das ist fertig, das ist alles gut. Komm, gib mir einen. Der kann das überhaupt nicht. Mit der Beförderung bin ich immer einverstanden. Wir waren ja schon mal wertvoller, ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. 100.000 ist ein Kinderspiel. Krankenhaus sieht sauber aus, das heißt, weitere Hausmeister sind hier nicht benötigt. Dich packen wir direkt hier rein, du lernst Allgemeinmedizin. Tu es. Und dafür lasse ich extra einen kommen für dich. Dann können wir auch direkt mal beim Personal den direkt sofort richtig einstellen, bevor der nachher überall rumläuft und nicht da, wo er soll. So, den können wir direkt auch in die Weiterbildung schicken für Diagnostik 2. Lasse ich dann den anderen mal ran. Krankenhaus hat an Wert zugenommen. Apotheke, Notfall, los geht's. Wo ist denn die Apotheke eigentlich? Ach, da hinten. Da, wo der Junge gerade in die Pause geht. Mal gespannt, ob wir die jetzt wirklich abgefrühstückt kriegen. Hoffen wir es. Ja, wenn der soweit ist, könnte das klappen. Ich meine, das sind halt alles Leute, die eventuell nach Hause gehen, weil sie keinen Bock mehr haben, so lange zu warten. Und das können wir uns ehrlich gesagt gerade am wenigsten erlauben. Die Leute zu verlieren. Jetzt steht der hier die ganze Zeit rum, weil er irgendwie wieder den Ausgang nicht findet. So ein Spiel hatte ich schon mal. Da hilft nur eigentlich das Objekt bearbeiten. Und so. Fand der Patient jetzt nicht ganz so toll. Kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht gut gefunden, wenn man Station mittendrin Bauarbeiten kriegt. Gut. Und droht zu kündigen. Warum?
erschöpft. Welcher war das? Gary Gray. Personal. Gary Gray. Wer ist denn das? Denn ich muss eigentlich einer von denen sein. Nö. Ich nehme mal alle. Das fehlt mir wirklich, dass ich die anklicken kann. Ich habe gesagt, ich nehme mal alle. Und direkt auf den richtigen Mitarbeiter komme. Ihr habt den garantiert schon wieder gesehen. Für mich gibt's keinen Gary Gray. Den gibt's nicht. Hat er gekündigt? Es gibt ja auch keine Suchfunktion irgendwie. Keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Es gibt ihn nicht. Personal. Wir schauen einfach mal, ob irgendwas nicht mehr besetzt ist. Da sieht alles gut aus. Auch hier sieht alles soweit gut aus. Dem können wir jetzt das vierte Upgrade geben. Weiterbilden, Behandlung 4. Lass mal entkommen, Kurs starten, passt. Sondermeldung, das ist auch erledigt. Wundergut. 2,2 Millionen ist das ganze Ding jetzt gerade wieder wert. Noch einer mit neuer Beförderung. Den können wir auch mit Behandlung 2 weiterbilden. Nehmen wir den Apotheker? Ne, nehmen wir nicht. Wir müssen aber einen von den Krankenpfleger mit 3. Jo. Das zu entlassen hat auch nicht irgendwie großartig was geändert jetzt, ne? Auf einmal geht es dann doch hoch. Mal gucken, wie lange. Gleich kommen wieder Riesenverluste rein. Ob das wirklich daran liegt, dass wir hier langsam die Ärzte weiterkriegen. Wenn wir die Preise senken würden. Welche Preise willst du senken, mein Freund? Die sind auf normal. Ernsthaft? Wir sind hier im reichsten Viertel und die beschweren sich, dass wir zu teuer sind. Das muss man manchmal nicht verstehen, ne? Okay, machen wir das. Kriegt ein bisschen mehr Geld. Millionen. Einstellen. Noch einen Assistenten. Der ist ja super. Möchte Weiterbildung, muss aufs Klo. Ist erledigt, okay. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Nächsten Monat, 2,7 sind wir.
Trotzdem sollten wir unsere Diagnostiker. Aber wieder 200.000 weniger. Ja, kein Wunder, wenn das Krankenhaus ja jetzt weniger Einnahmen generiert. Allgemeinmedizin 2. Aber zwei Plätze frei. Zack, zack. Und lassen dafür einkommen. Komm. Hat zwar den Ruf jetzt des Krankenhauses verbessert, aber es bringt mir halt auch nichts, ne? Wenn ich dadurch hier keine Gewinne erwirtschafte. Vor allem suchen die einen Mülleimer, obwohl der direkt daneben steht. Ergibt halt alles keinen Sinn gerade. Patient wollte nicht auf neue Diagnosezimmer warten. Auf welches denn bitte? Ich weiß ja nicht, worauf der da gewartet haben will. Das Krankenhaus ist wieder mehr wert. Gut, das haben wir jetzt nicht geschafft, ist aber nicht weiter tragisch. Für mich ist es halt echt viel tragischer, nicht zu wissen, warum das Krankenhaus im Moment keinen Wert hat. Okay, das kann man ein bisschen ändern, und zwar kann ich das einfach mal verkaufen. Da werde ich dann auch einen der Ärzte aus dem Spritzenhaus entlassen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Personal. Pfleger. Du, tschüss. Weg. Weil unsere Spritzenhäuser sind ja wieder hinterhergekommen. Ne? War jetzt eigentlich eine Geldverschwendung. Gucken wir mal, können wir irgendeinen guten einstellen, der vielleicht schon ein bisschen mit Diagnostik sich auskennt? Nicht. 311 Tage musste er warten. So, schauen wir mal. Wir müssen das aber auf jeden Fall jetzt wieder schaffen, hier alles runterzukriegen. So, was mir aber einfällt, Objekte, es gibt eine Kaffeemaschine. Dafür muss ich aber das anklicken und dann auf Objekte gehen. Hier gibt es nämlich dann auch nochmal neue. Arzneischrank, Kaffeemaschine. Jo. Die ist immer praktisch, wenn ich die im Krankenhaus habe. Zack. Ja, warum geht das da nicht an die Wand? Drei und vier. Notfallapotheke geht klar und das geht auch klar. Jetzt sind wir bei fast 2,8 Millionen. Weil dann holen die sich einen Kaffee, arbeiten länger. Thema Kaffee, meiner ist auch inzwischen kalt. Den ich mir direkt am Anfang des Krankenhauses geholt habe. Ich nehme jetzt beides hintereinander auf. Geht auch schon wieder anderthalb Stunden, die letzten zwei. Wäre deswegen wünschenswert. Heile 10 Patienten, das kriegen wir auch angenommen. Sollte dann ja auch den Wert des Krankenhauses wieder positiv steigern. Wir haben halt einen Forscher, der nicht forscht. Wir können aber mal Kudos hier erforschen. Damit wir noch ein paar Sachen freischalten können. 700.000 auf dem Konto ist gut. Ja, dann hau doch ab. Wir kommen nicht hinterher, würde ich sagen. So, 2,9 gleich. Nächste Beförderung. Sollen wir noch mehr? Ja, noch mehr Ärzte bringt doch nichts. Was wir machen könnten, wäre die Leute mit Diagnostik. Haben wir nur einen?
Diagnostik. Da gibt es ja keinen Dreier mehr. Oh, ich meine, wir hätten noch einen anderen Dreier gehabt. War das vielleicht der Gary, der eben gekündigt hat? Ich meine, Kaltmann. Es sind aber eigentlich alle beiden Diagnostiker besetzt. Das ist erledigt. Ich würde sagen, von den Zahlen her, es geht langsam runter. So, 9 ist halt das höchste. Wir haben zwei, ein 9er noch. 2. 4 ist aber 3. 2 wieder. Sind aber auch 7er jetzt dazugekommen. Ja, die teilen sich halt noch um. Noch ein bisschen mal beobachten. So, da könnten wir eigentlich auch einen entlassen und den anderen die beiden Sachen übernehmen lassen. Das wäre auch möglich. Jetzt haben wir hier wieder 10er mit bei. Machen wir das. Entlassen wir einen. Okay, hier sind 7 Leute, die da rein wollen. Nicht geschafft. Die Apotheke war zu langsam. Und wir haben wieder 200.000 verloren. Ich könnte durchdrehen. Aber wir haben ja jetzt auch gerade nichts unternommen, um das dem Ganzen entgegenzuwirken. Jetzt schauen wir mal, wenn wir hier auf das Rednerpult gehen. Diagnostik 2. Andersrum. Wir suchen erstmal unsere Teilnehmer raus. Das sind beide Radiologen, die nicht interessiert sind, sich weiterzubilden. Die und haben wir den anderen auch? Nicht. Das heißt, wir können dir beibringen. Geht nicht. Muss ich andersrum machen. Medizin 5 und jetzt den Leiter rufen. Dauert bestimmt ja, 2 Monate. Aber wir müssen die jetzt auf 5 bringen. Definitiv. Alles, was mit Diagnostik und sowas geht, es haut nicht anders hin. Machen wir mal. So, der ist eigentlich auch. Komm, kannst du dir die Papiere abholen? Da ist in letzter Zeit einfach nur toll. Wie soll ich denn im Krankentag 2 Mütter versorgen? Ach komm, halt's mal. Und verkaufen. Dann haben wir wieder gut Gewinn gemacht und hat sich auch hier wieder positiv ausgewirkt. Das scheint zu funktionieren. Die Krankenstationen sind einfach zu groß, glaube ich, im Moment, dass sie nicht wirklich effektiv arbeiten. So, das Spritzenhaus hat auch nichts zu tun. Ja, lauf weg. Dich kann ich nämlich jetzt auch entlassen. Ja. Und das kann ich dann verkaufen. Wird ja nicht benötigt aktuell. Die sind immer noch so wie vorher, als wären die 2 Ärzte gar nicht weg. 21 Tage noch, damit haben wir das Gröbste auch hier hinter uns. Die Forschung ist abgeschlossen. Werden wir mal direkt hier nochmal reinvestieren. 20k haben wir erhalten, das ist halt nichts. Krankenhaus hat minimal an Wert verloren. Aber nur minimal. Wir könnten jetzt die Forschung
Wenn wir nochmal eine Kampagne machen, Krankheit, und zwar für die Station. Ich würde die halt gerne doch wieder Lehrer bekommen. Immerhin sind jetzt in 2-3 Tagen hier die zwei fertig und dann bin ich mal gespannt, was uns die einbringen. 5. Verdiene 400.000, ob wir das schaffen? An asparagus-scented candle that is guaranteed to enhance your afternoon napping. Wir müssen beim Personal mal schauen, dass wir die anderen Diagnostiker auch langsam nachziehen. Wir könnten ja noch 2 Dreier hochbringen. Den könnten wir auf jeden Fall weiterbilden. Das machen wir jetzt auch auf 3. Da werde ich aber den wieder kommen lassen. Ist halt wichtig, wenn wir die befördern. Die sind ja halt schneller und das macht doch eine Menge aus. Dann sollte man seinen anderen Rivalen ein Beispiel nehmen. Der Wert des Krankenhauses, oh, ja gut, die ist auch nur knapp drüber. Hat also auch den 3. Stern noch nicht. Scheint echt schwer zu sein, hier auf 3 Sterne zu kommen. Da weiß ich, dass es gleich wieder Krankenhäuser gibt, wo das wesentlich leichter wird. Aber es ist halt wieder so ein drittes Krankenhaus, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Beiden Radiologen. Nehmen wir doch mal einen davon. So. Irgendwie geht das hier auch noch nicht so ganz los. Der hat nämlich gerade keine Lust, so wie das aussieht. Personal. Okay, doch. Langsam geht's hoch. Ja, die sind auf dem Maximum. Da können wir nichts mehr rausholen aus denen. Krankenhaus hat wieder 300.000 Verlust gemacht. Ey, warum? Es hat sich doch wirklich nichts geändert. Den Patienten ist ständig langweilig. Er droht zu kündigen. Okay, das heißt, er hat es noch nicht. Was wir jetzt machen, wir werden doch nochmal Objekte bauen. Und zwar nehmen wir mal einen Zeitschriftenladen und einen Geschenkeladen. So, wird Fachärztin zu Chefärztin, ja, passt. Einstellen. Assistenten. Einstellen, hier hin, zack. Und einstellen, noch einen weiteren. Sollte ja mal ein bisschen was jetzt hier an dem, ich bin so unglücklich. Status ändern. Weiterbilden. Du bekommst von mir Instandhaltung 2. Zack, zack. Nehmen wir die beiden direkt mit und das übernimmt dann ein Gastausbilder. Alle sind auf 10. Gut, das sollte gleich erledigt sein. Förderung kriegst du. Wunsch nicht erfüllt. Ärgerliche, der bleibt. Ich glaube echt, ich habe eher die 5 Millionen zusammen, als dass ich den Wert des Krankenhauses auf dem Wert habe. To this.
So, Diagnostik ist auch abgeschlossen. Krankenhaus ist wieder mehr wert geworden, obwohl ich Geld ausgegeben habe. Teilweise doch echt lächerlich. Forschungsprojekt, okay. Ich bin ein wenig verzweifelt, das merkt man sicher. Wie ich jetzt echt den Wert hochkriege. Ob Grünzeug den Wert erhöht? Es ist halt, ja, wenig Grünzeug vorhanden, ne? Sind wir mal ehrlich. Aber wird ein Krankenhaus ein Grünzeug gewertet? Also ich will in ein Krankenhaus rein und schnellstmöglich wieder raus. Und zwar gesund. Okay, was ich auf jeden Fall sehe, dass es doch recht dreckig ist. Einstellen. Die Zahlen gehen auf jeden Fall runter. Da brauchen wir alle nicht. Er hat ziemlich viele volle Mülleimer auch. Ich kann mir vorstellen, dass halt auch Dreck dafür sorgt, dass der Wert runtergeht. 2,7 sind wir wieder. Sind auch Dreck am beseitigen. Und wenn wir die jetzt ehrlich gesagt alle runterkriegen würden, ne, dann weiß nicht, aber so vom Gefühl her könnte es den Leuten gar nicht so schlecht gehen, weil die nicht so viele Sachen hier machen wollen. Bestätigen. Gehalt. Beförderung der Mitarbeiter nehme ich auch mal an. Das Gehalt ist bestätigt, damit haben wir nämlich schon direkt den ersten. So, jetzt machen wir mal hier Preise, machen wir einen Top-Ruf, machen wir alles wieder normal. Jetzt verdienen wir auch noch mal ein bisschen mehr. Da oben ist eine lange Schlange, ne? So, aber hier sind die ersten schon wieder auf 5 runter. Das heißt, im Umkehrschluss, wir verlieren Patienten, weil sie gehen und gesund sind. So, jetzt haben wir einen Wert von 2,8 Richtung 2,9 unterwegs. Komm schon, wird schon werden jetzt. Was ist mit dir? Seine Diagnose ist schon safe. Die ist zu kalt. Okay, er hat den Termin da, wo er hingehört. Sehr schön. Das ist die nächste Beförderung. Einen noch. Und das ist die letzte Beförderung. Damit ist die Mission erledigt. 2,9 Wert. Wir haben aber auch jetzt fast 1 Million auf dem Konto, ne? Das muss man halt mal dazu sehen. Gut, hier steht keiner mehr an. Hier sind es auch nur noch wenige. Das heißt, Objekte. Was mir auffällt, Mülltonne, da passt mehr rein. ...2,9 haben wir überschritten. Ich glaube, weil die Warteschlangen nicht so voll sind, hat das den Wert gerade positiv beeinflusst. Wobei das sich gerade auch wieder erledigt hat. Was wir machen können, ist jetzt nochmal schnell schauen bei der Weiterbildung. Wir könnten jetzt den auch auf 5 hochbringen.
Oder D3 auf 4 weiterbilden. Allgemein 4. Zack, zack. Tun wir es. Oh, trotzdem ist der Wert gestiegen. Minimal, aber er ist gestiegen. Dann können wir auch uns um die weiteren Psychiater gleich kümmern. Da muss aber noch was passieren. Wir könnten jetzt hier unten noch einen entlassen, weil die kommen sowieso nicht hinterher. Tschüss. Entlassen. Krankenhaus muss Gewinn machen. Eigentlich echt schade, ne? Ich würde die ja ungern rausschmeißen, aber ich muss den Wert steigern. Richtiger Geschäftsmann werden hier. 3,3 ist es wert. Warum haben wir jetzt 400.000 Gewinn gemacht? Nur weil ich eine Person entlassen habe, oder was? Hier sind zwei in der Warteschlange. Hier ist nichts zu tun. Das heißt, ich könnte selbst diesen einen Psychiater wieder entlassen. That's why you need insurance like Swindles Insurance. Swindles, because peace of mind is worth a piece of your soul. Welcher ist denn das? Okay, der hat keinen Namen. Forbes Marmelada. Das heißt Personal. Ärzte. Nicht den Marmelada, sondern den Ralf Dingle entlassen. Tschüss. Und ja, genau, heu rum. Dann kann ich nämlich dieses Ding auch verkaufen. Scheinbar ist ja entlassen gleich bessere Bewertung. Nicht nachvollziehbar. Normalerweise sollte doch ein Krankenhaus, was sich viele Mitarbeiter leisten kann, eine bessere Bewertung bekommen. Jetzt kommt das Spritzenhaus doch nicht hinterher, nachdem ich eins abgerissen habe, oder was? Ja, du kriegst deine Beförderung. Oh, da ist was abgeschlossen worden. Helles Köpfchen, machen wir. Ja, du bekommst Behandlung. Da lassen wir auch einen für kommen. Kurs starten. Millionen. 1,6 Millionen fehlen. Jetzt, wo die fertig sind und das durchrutscht, könnte das nochmal einen weiteren Schub bringen. Ich bin gerade motiviert, dass das funktioniert. Das ist eigentlich auch zu groß, das Gebäude. Entscheiden, ob die Zahlen runtergehen. Aber wir waren ja eben mal wieder, glaube ich, bei 10 kurz. Klappt aber. Guck mal, der ist in der Warteschlange gestorben. Wie sollte ich den denn bitte heilen? Haben wir nicht geschafft, okay. Minimale Verluste. Komme ich aber noch mit klar. Ich
Würde mir bitte einer der Hausmeister hier hinkommen und die Geister entsorgen? Ja, die Zahlen gehen trotzdem weiter runter. Ich brauche jetzt ganz dringend einen neuen Hausmeister. Haben wir einen mit Geist? Haben wir nicht. Wir haben keinen Hausmeister mit Staubsauger. Doch. Warum hat das so lange gedauert? Das ist gleich fertig. Personalstimmung ist nicht ganz so dolle, ne? Aber wir können mal kurz gucken. Personal, Gehälter. Oh, die wollen Geld haben. Das sind auch welche mit Gehaltswünschen. Millionen. Wieder ein Sprung von 400.000 gehabt. Frag mich nicht warum. Das wirkt so willkürlich. Objekte, was hatten wir denn? Wir hatten noch hier noch was. Was anklicken. Objekte. Und zwar einen Medizinschrank. Behandlungsvermögen. Diagnosevermögen. Ich mache gerade mal irgendwie eher weniger, weil ich schon das Gefühl habe, dass mein Geld einen Einfluss darauf nimmt, 3,9, was das ganze Ding hier wert ist. Fehlt ein Arzt. Spritzenhaus ist wieder überlaufen. Während ich da unten noch eins hatte, ist nichts passiert. Was willst du denn? 100.000 schaffen wir locker. Das wird fertig sein. Ist erschöpft. Das ist Isabelle Grunz, Pflegerin, Personal. Isabella Grunz, du bist es. Du bist in Pause. Wir haben gerade echt ganz schön viele Geister hier. Einstellen. Ich hätte gerne einen Hausmeister, der Geister bekämpfen kann, mehr. Ich werde gerade ernsthaft von Geistern schikaniert. 4,2 Millionen wert. Ich will doch bleiben. Das haben wir geschafft. Jetzt mal ohne Bullshit. Wir ändern hier mal was anderes. Personal, Einstellungen, Hausmeister. So, schauen wir doch mal. Du hörst mit all dem anderen Zeug auf. Du gehst nur noch hier auf die Geisterjagd. Aber du bist auch der Einzige, der Geister jagen kann. Das heißt, ich sollte mal die Hausmeister ausbilden in Geisterjagd. Die Zahlen gehen runter. Wird sich das noch ändern? Gut, immerhin ist es auch nicht gesunken am 1. Ist ja schon mal etwas. Gut, jetzt haben wir natürlich hier die Zahlen rückläufig, weil hier oben schon wieder alles nicht weiterkommt, ne? Das können wir machen. Dich wollen wir nicht weiterbilden. Was wir aber weiterbilden werden, das sind jetzt unsere Hausmeister. So, und zwar in Geister. Geht nicht. Warum nicht? Verfügbare Kurse, doch, Geisterjagd.
Den lassen wir extra kommen. Das ist nie verkehrt, wenn das dann noch einer kann. Gleich ist der erste, bin ich mal gespannt. Ob wir wieder auf 1,7 Millionen runterfallen. Nein, wir haben sogar noch ein bisschen zugelegt, okay. 700.000 wert noch. Ich denke, wenn wir jetzt irgendwie was bauen würden, dann würden wir uns echt ins eigene Fleisch schneiden gerade. Die Hälfte meiner Ärzte ist irgendwie in Pause. Diagnose auch nur zu 93% gesichert. Und ey, ohne Scheiß, jetzt kommt auch der Psychiater schon nicht mehr hinterher. Also bräuchten wir wieder einen neuen Psychiater. Kopieren. Da ist er schon wieder. Einstellen, Ärzte. Wir haben keinen rein. 300.000 verloren. Das ist doch nicht wahr. Ich bin überhaupt nicht verzweifelt. Die suchen Mülleimer. Das sind so viele. Okay, vielleicht sind auch die Psychiater überlastet, weil die ganzen Diagnostiker hier ein bisschen schneller arbeiten gerade. Wobei, so schnell sind die auch nicht. Auch nochmal Geld reingekriegt. Hier ist die ganze Ecke so ziemlich leer im Krankenhaus. Hat nichts geändert. Das schaffen wir. Jährliche Gewinn sollte man natürlich auch irgendwie hochbekommen. Was haben wir? Topfschmerzen, ja, die nehmen wir. Könnte uns echt gut in die Karten spielen noch zusätzlich. Dass die Geister alle weg sind, das ist natürlich von Vorteil. Kein Psychiater dabei. Die runterkriegen. Krankenhauswert noch weiter gesunken. Warum verdammt? Okay, kaum Gewinne. Ausgaben sind wieder viel, viel zu hoch. 90.000 Ausgaben für was? So, das, was wir hier im Moment in der Station haben. Ganz ehrlich, tschüss. Du auch. Und auch entlassen. Ja. Roadstone. Ja, haben wir geschafft. Wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen. Entleuchtung sind Leute drin. Die arbeiten beide. Die bringen mir beide nichts. Wir sind wieder bei 4 Millionen wert. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt einen weiteren Allgemeinmediziner baue, schafft er es, gegen diesen Ansturm anzukommen?
So, wir können auf jeden Fall das Ding. Bearbeiten und erstmal hier oben wegbringen. Gut. Dann könnten wir nämlich das Ding kopieren, einfügen, einstellen, wenn denn einer kommt. Ehrlich? Jetzt sehe ich wieder keine Zahlen. Als hättest du es jetzt auf einmal gemerkt, so, oh, wir schaffen es ja doch. Okay, das ist aber auch auf den mitverteilt, wo wir gerade keinen drin haben. Okay, wieder nicht bekommen. Was haben wir nicht geschafft? Die Topfschmerzen. Nicht jetzt. Was haben wir geschafft? Personaleinstellungen. Warum darfst du woanders rumlaufen? Warum darfst du auch dort arbeiten? Hat das einen Grund? Ich weiß es nicht. Ärzte. Nein, Ärzte. Schauen, dass wir da wirklich noch einen Allgemeinmediziner bekommen. Wobei die Frage ist, warte mal, muss der überhaupt gut sein? 3,4 Millionen fast. Komm schon, gib mir einen. Sei lieb. Das ist keiner. Ich weiß, wie die aussehen. Personal. Ja, das nehme ich mal an. Personal, Gehalt, alle und auszahlen. Das ist halt die Sache. Wir brauchen zwei Leute. Entweder also ein Allgemeinbezieher und ein Psychiater. Beide sind wichtig für uns und wir kriegen die ganze Zeit irgend so eine Kacke. Toll, den kann ich jetzt erstmal ausbilden zum Allgemeinmediziner. Das ist der hier. Da lasse ich aber jemanden für kommen. 4,7 Millionen wert. So, pass auf, jetzt haben wir den eingestellt und jetzt kriegen wir garantiert genau den. Und? Oh, nee, nicht. Also einen falschen will ich auch nicht einstellen. Gucken wir mal. Sind ja nur noch 260.000, die wir da zusätzlich bräuchten, ne? Das ist auch erledigt. Komm schon, am 1. Dezember sollte es soweit sein. Ist es natürlich nicht. Aber wir haben nochmal 50.000 oben drauf bekommen. Oh, Pflanzen brauchen Wasser. Oh, Weiterbildung ist abgeschlossen. Jetzt müsste es aber losgehen langsam, ne? So viele Leute, die sind aber teilweise auch nur mit 90% dabei. Siehst du, dem fehlt auch noch einer, um eine 100%ige zu sichern. So wie hier oben die. Gut, Wert des Krankenhauses sind wir auf Platz 1. Weiterbildung lehnen wir ab. Würde halt echt vieles besser machen. Nicht jetzt, nicht jetzt. Oder ist das nur alle 3 Monate, dass das geschätzt wird, weil
Ist ja dann schon der erste in der Regel. Weiß ich, dann müsste es jetzt passieren. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der dritte Stern ist da. 2 Stunden ziemlich genau hat das ganze Ding jetzt gedauert. Ja, jetzt werde ich erstmal was essen gehen. Brauche auch nochmal eine kleine Pause von dem Spiel. Aber über 3 Stunden jetzt insgesamt aufgenommen. Hoffe auf jeden Fall, ihr habt euren Spaß hierbei gehabt. Wir werden jetzt in die Übersichtskarte gehen und werden dann beim nächsten Mal, nee, das gucken wir uns nicht an, werden dann beim nächsten Mal im neuen Gebiet, was hier oben freigeschaltet worden ist, die nächsten Krankenhäuser eingehen. Karriere können wir noch ganz schnell hier einsammeln. Ein paar Punkte haben wir ja gemacht. Da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Und ja, dann bin ich jetzt auf jeden Fall raus. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und habt euch wohl. Ciao, ciao.